Man ist sehr guter Dinge beim TSV Bölitz Ehrenberg. Zuletzt 2 Siege in Folge für das Team von Michael Reinke. Olympia 2 und Räpitz mussten daran glauben. Warum nicht auch die Spielvereinigung aus Leipzig, die als Absteiger aus der Stadtliga kommt? Natürlich sind sie ein kleiner Favorit, aber das Team von Matthias Hilsche hat auch schon 3 Punkte liegen lassen. Die Gäste in Weiß von rechts nach links. Freistoß und Kopfballgelegenheit an den Pfosten. Sofort ist Schwung drin in der Partie. Noch einmal Glück für Bölitz Ehrenberg, dass nicht mehr daraus wird. Die Gastgeber in Blau postwendend mit dem Gegenschlag. Tamm auf Becker. Gutes Auge von ihm für Daniel Brüggemann. Schlechter Ballkontakt, Windisch kommt heraus, Stürmerfoul, richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, das abzupfeifen. Beide nehmen es fair und locker. Die Spielvereinigung im Spielaufbau hoch veranlagt, sehenswerter One-Touch-Football in der Stadtklasse mit Jahnke. Zunächst abgeblockt, aber Sechser Baumgarten passt richtig gut auf. Bleibt so im Ballbesitz, wieder geht's über Jahnke. Und das Auge für Jude Awasom steigt am höchsten, macht das 0:1. Nach gerade mal 17 Minuten, was für ein Kopfballungeheuer, dieser Jude Nformi Awasom. Richtig stark, gut platziert, Schwesinger kriegt die Finger noch dran, aber das reicht nicht, dabei kullert ins Tor. Ein Angriff aus dem Lehrbuch vom Team von Matthias Hilscher. Genau das ist dem Trainer wichtig, dass die Pässe sitzen, dass sie ankommen und sofort für Gefahr sorgen, wie auch hier Disse wieder gegen Schwesinger. Diesmal ist der Torwart zur Stelle. Die anschließende Ecke bringt keine Gefahr. Es ist aber nicht nur der Ballbesitz, der die Gäste gefährlich macht, sondern auch die Kontergegenschläge. Schnell den Ball erobert, sofort in die Spitze gespielt. Und Awasom ist schneller, das ist fantastisch. Das 0:2 für die Spielvereinigung nach 40 Minuten. Es ist sehenswert, was diese Mannschaft mit dem Ball anstellen kann. So geht es sofort wieder hoch in die Stadtliga. Das auch der Halbzeitstand. So viel hat Bölitz Ehrenberg gar nicht falsch gemacht, aber die Spielvereinigung effektiv mit einigen Nadelstichen zur komfortablen Halbzeitführung. Jetzt aber mal der TSV nach dem Seitenwechsel. Tamm mit dem Versuch. Windisch kann ihn festhalten. Es wäre sein erster Saisontreffer gewesen. Die Spielvereinigung immer wieder über die starke linke Seite. Der nächste Pass auf Awasom. Von der Grundlinie, Situation immer noch nicht bereinigt. Und Baumgarten mit der Chance, dann pfeift Chiri Cenca. Und es gibt eine Beratungspause mit Assistent Arnert. Dann kommt der Schiedsrichter und pfeift auf Elfmeter. Er zückt außerdem die rote Karte für Julian Menzel und das ist die richtige Entscheidung. Wir schauen nochmal drauf, kein Abseits von Awasom, das wurde erst angenommen. Der Pass kommt vom Gegenspieler. Und dann ein klares Handspiel von Menzel, das natürlich so nicht gepfiffen worden wäre. So die Chance zum 3:0. Und die machen sie auch. Baumgarten, dessen Treffer durch das Handspiel verwehrt wurde, darf den Elfmeter schießen. Macht ein gutes Spiel, Erik Baumgarten. Und macht so nach 52 Minuten vielleicht ja sogar die Vorentscheidung. Die rote Karte, dann das K.O. für die Mannschaft von Michael Reinke. In Unterzahl können sie der Klasse der Spielvereinigung nichts mehr entgegensetzen. Es entsteht Raum für Einzelaktionen. Peter Prautsch aus der Distanz. Sehenswert, aber nicht unerwartet zum 0:4 nach 66 Minuten. Und wir sehen auch nochmal in der Wiederholung das Tor von Prautsch. Wunderbar platziert. Schwesinger kann man hier gar keinen Vorwurf machen. Der Torwart kann einem in dieser Spielkonstellation nur leid tun. Macht keine schlechte Partie. Gute 80 Minuten gespielt. Bölitz Ehrenberg schon längst geschlagen. Die Spielvereinigung hat aber noch los. Baumgarten, nächster guter Steckpass auf Jude. Aber so tanzt die Abwehr aus und ins Tor. Das 0:5. Er ist brillant heute. Sein Hattrick und gleichzeitig 4. Saisontreffer. Jude Nformi Awasom macht ein klasse Spiel. Und das sehen wir hier auch nochmal aus der Hintertorkamera. Das Ergebnis, gleichzeitig der Endstand. Ein verdienter 0:5 Sieg. Wir hören die Trainer bei Tobi Städtler. Ja, was soll ich sagen? Aber nicht sehr zufrieden sind mit der Leistung. Ja, kommt die Schiedsrichterleistung noch dazu. Einige Verletzte natürlich.
Und ja, war eigentlich wenigstens zu holen gegen den starken Gegner von der Spielvereinigung, der für mich eigentlich der Favorit in der Liga ist. Ja, trotzdem noch gut gerettet, 5-0, natürlich sehr hoch ausgegangen. Wir hatten zwar auch ein paar Chancen, aber naja, sollte nicht sein. Teils. Am Anfang relativ schwierig reingekommen. Für meine Begriffe nicht richtig griffig allgemein in 90 Minuten. Machst dann aber halt die Tore, das ist dann halt die Qualität, die wir haben. Und dann gewinnst du solche Spiele halt auch mal, wenn es jetzt nicht unbedingt der Sahnetag war. Es war schon sehr überzeugend, was die Spielvereinigung Leipzig da abgeliefert hat. Sie landen auf Tabellenplatz 2.